Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Civilization Beyond Earth mit den Amerikanern oder eher gesagt mit der amerikanischen Rekultivierungsgesellschaft. Jetzt habe ich es mal endlich richtig gesagt, wa? So, unsere Einheiten bewegen sich gerade in die Heimatstadt. Ich muss gerade mal wieder ein bisschen Kleid verschaffen, was wir machen wollten. Ah ja, zum Beispiel hier stehen Ranger. Der wird mich doch wohl nicht angreifen. Meine Einheiten brauchen noch ganz schön viele Runden und kaufen kann ich hier auch nichts. Shit. Nächste Runde, mal schauen, was passiert. Okay, er geht hier um meine Stadtgrenzen rum. Okay, wir müssen wohl aufpassen. Der Schütze könnte ja mal schon mal in die Richtung gehen. Der hat ja sowieso volle Lebensenergie. Das trifft sich schon mal gut. Und dann wählen wir hier eine Produktion. Gepanzerten Soldaten. Könnte man auch mal machen. Haben wir noch gar keinen von. Dauert auch 7 Runden halt. Naja, ich würde die Stadt hier halt gerne erstmal ein bisschen pushen, ehrlich gesagt. Dass sie halt zumindest mal irgendwie Labor zum Beispiel für Wissenschaft nochmal holt oder so. Falls der angreift, ja, das wird eh böse enden, obwohl die Stadt könnte sich ja selbst verteidigen erstmal noch. So, okay, wir gehen direkt wieder in die nächste Runde. Die Einheiten heilen hier schon mal recht schön. Und das ist auch wichtig. Er ist weitergezogen, hat wieder hier Schaden vom Miasma genommen. Aber weißt du was, wir könnten dem mal einen Strich durch die Rechnung machen. Naja, wenn ich das Feld kaufe, habe ich gar kein Geld mehr. Shit. Ich habe mir gerade gedacht, ich kaufe das Feld hier einfach, dann kommt er hier nämlich nicht mehr durch. Dann hätte er wahrscheinlich blöder aus der Wäsche geguckt. So, in der Grants Station könnten wir eine Automatikfabrik bauen, die halt nochmal schön Produktion gibt. Ein Vivarium für Nahrung. Naja, wir brauchen erstmal wieder Gesundheit, bevor wir hier weiter expandieren dürfen, leider. Ja, ich würde mal sagen, die Stadt hier zum Beispiel auch, die geht jetzt einfach mal auf Stagnation. Sowas gab es doch mal oder nicht. Sonst Fokus zurücksetzen. Irgendwie konnte man Stagnation einstellen. Machen die nicht mehr, wa? Die wächst so immer noch, oder? Nee, warte. Doch, 2 Runden. Oh, 32. 14 zu viel. Ja, wie soll ich die 14 denn wegnehmen? Das könnte schwierig sich gestalten. Obwohl, hier sind ein paar Vierer am Start. Wenn wir die beiden Vierer wegnehmen und den Dreier hier, habe ich nur noch 3 Überschuss. Hahaha. Nur noch 3. Nur noch 3. Ach du Heilige, das kriege ich doch niemals weg. Ich könnte hier halt was reinstecken, aber... Kommen wir 11. 3 untätigen, weiter zurücksetzen. So. 31, ja. Ich würde sagen, wir gehen auf Produktionsfokus dann halt. Okay, da müssen wir uns irgendwas Interessantes mal überlegen, dass wir hier keine Probleme mehr haben. Eine Straße wäre auch nicht verkehrt mal zu bauen. Wir haben inzwischen wieder 3 Arbeitstrupps. Okay, sehr schön. Steht er im Miasma? Ja. Es ist aber hoffentlich mit eingeplant. Nicht so wie vorhin. Was heißt vorhin? Ist schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Deswegen musste ich auch erstmal wieder mir überhaupt klar werden, was ich jetzt hier machen soll. Du gehst dorthin. Ach, du brauchst auch noch einen Befehl. Da ist kein Miasma. Das heißt, da könntest du gleich schon in meinem Gebiet sein. Das würde sich gut treffen. So. Warum rennt ihr hier bei mir im Gebiet so in der Nähe rum? Das finde ich nicht okay. Ich hab da ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab da ein bisschen die Sorge, dass die mir Böses wollen. Ihr
können sogar hier ins Gebiet rein. Aber warte mal, er kommt ja eh nicht. Ne, er kommt nicht in mein Gebiet. Du könntest aber hier hochgehen. Dann stehst du dort und kannst dich heilen. Oh, er ist hochgeheilt. Er könnte auch schnell hier hinlatschen. Ja, mach das mal. Ein bisschen Präsenz zeigen hier, dass die Gegner wissen, oha, mit dem Grants, da sollten wir uns lieber nicht anlegen. Der kennt den neuesten Fausttanz. Jetzt krieg ich wieder Schluck auf. So. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier kommt ein Handelskonvoi, der zu uns in die Stadt fährt. Okay, hier gibt's Gold. Muss Gesundheitsgebäude, das Labor. Und hier wird bald eine Klinik fertiggestellt. Okay. Hilft aber auch nichts, wenn meine Städte halt weiter wachsen. So, die Slawische Föderation hier oben sind die. Halten momentan auch noch die Füße still. Zum Glück, unsere Stadt ist jetzt gleich schon Größe 10. Und die anderen Städte sind 7 und 5. Also wir haben von den Städten her echt ganz annehmbare Städte. Möchte ich mal meinen. So, du könntest jetzt aufs Knollengemüse gehen. Da ist nämlich kein Miasma. Ja, natürlich stehst du im Miasma. Du bist auch ein Honk. Stehst du auch im Miasma? Nee. Du? Nee. Du aber, okay. Du gehst jetzt aber hier rein. Geh mal in die Stadt. Und hier ist auch Miasma. Ja, egal. Der soll da rüber gehen, damit wir Präsenz zeigen in dem Gebiet. Dass die halt wissen, wie gesagt, nee, 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 der Grants, der ist da. Der hat ein Auge auf seine Stadt, ne? Der Grants. Das ist ein Schlingel da, der Grants. Na gut, okay, du gehst dorthin, das hatten wir abgeklärt. Dann kriegen wir hier nochmal Nahrungsboost. Boah, wir bekommen so viel Nahrung. Muss aber auf die Gesundheit auch achten. Nicht, dass ich die... Wir haben hier aber bald die Transgenetik gleich fertig. Dann gibt es zwei neue Gesundheitsgebäude. Dann dürfte uns das alles bald schon ein bisschen egal sein. So, Polystralien macht da unten irgendwie sein... Genetik ist nur Chemie. Chemie ist nur ein Werkzeug. Und ein Werkzeug ist immer nur so nützlich, wie man es nutzt. Ja, das hört sich interessant an. So, wir haben hier was hingebaut. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben hier unten allerdings noch Pilze, die unbewirtschaftet sind. Und Xenomasse haben wir ja auch noch. Xenomasse. Können wir da schon was hinbauen? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ob ich einen Xenomassebrunnen schon bauen kann. Geh erstmal ruhig zu den Pilzen. Da bin ich mir dann schon mal sicher. So. Ach, wir haben mit der... Ne, haben wir nicht. Das ist ja meiner. Haha, ich bin auch lustig, wa? So, stellen wir uns hier hin. Und du heilst dich jetzt erstmal, mein lieber Freund. Er ist auch fertig geheilt, okay? Er geht hier rüber. So, du könntest hier hingehen. Ist da Miasma? Nö. Das ist schön. Dann geh dahin. So, ich würde die Städte auch gerne mal mit einer Straße verbinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Sollten wir uns auch mal demnächst drum kümmern. Produktion können wir hier wählen. Wir könnten hier zum Beispiel auf die Genschmelze gehen. Und wir haben den Prometheraner jetzt freigeschaltet übrigens. Ein Handelslager wäre auch wichtig. Bringt Produktion. Drei Runden nur, das ist ja schön. Holen wir uns erstmal das Handelslager. Und ich würde gerne hier den Prometheraner vielleicht... 30 Runden. Das ist lang, ne? Bringt aber halt schön Gesundheit rein. Ups, ich bin ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. 30 Runden. Na komm, wir gönnen es uns einfach mal. Oder was hatte ich gerade nochmal gemacht? Die Automatikfabrik, ne? Lass uns die fertig machen. Warte mal, zwei Produktionen extra. Das machen wir erstmal fertig. 30 Runden hat es jetzt gedauert. Mal schauen, ob es danach schneller geht. So, die Transgenetik ist abgeschlossen. Die haben wir, das ist schon mal schön. Miasma hinzufügen, das braucht kein Mensch. Hier brauche ich Harmonie, hier brauche ich Harmonie. Aber ich könnte halt den Xenomassebrunnen bauen. Nee, so wichtig ist es nicht. Wir könnten die Protogenetik erfinden. Ich hab nochmal Vorherrschaft. Wollen wir ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht die Vorherrschaftsleute. Ich habe das hier gemacht, genau, wegen den Gesundheitssachen. Ach. Was haben wir hier Schönes? Wissenschaft. Wissenschaft durch Phyraxid können wir uns eh nicht leisten.
Die Holosuit. Kultur plus 2. Erfordert ein nutzbarer, ja, braucht auch Phyraxid. Meine Güte, Ballistik wird mir hier noch vorgeschlagen für die Raketenabwehrbatterie. Verteidigungsnetz. Ah, gibt ein Kulturgebäude. Wie wär's mit der Mechatronik? Ermöglicht die Lev-Anlage. Oh, die ordentlich Produktion bringt. Kostet aber Schwebesteine. Und Kultur plus 1, der Crawler. Produktion für Wunder. Auch nicht schlechter Ding. Und wir würden hier sogar noch was bekommen. Schwebesteine können wir schon abbauen, sehe ich das richtig? Biobrunnen. Geländefeldmodernisierung. Gewährt Gesundheit. Auch nicht schlecht. Kann ich Schwebesteine schon bearbeiten? Ich bin mir gerade unsicher. Ne, hier ist es, wa? Schwebsteinbruch, die Terraformung. Ja, das brauchen wir eigentlich, die Terraformung. Dann holen wir uns die erstmal, damit wir dann die Schwebesteine auch früher oder später hier abbauen können. Wenn sie denn mal bei uns ins Gebiet reinwachsen, endlich mal. So, wir haben eine Questentscheidung zu treffen. Wir könnten jetzt Produktion durch Handelslager holen oder Energie durch Handelslager. Und ich hole mir gerne die Produktion. So, Produktion kann man nämlich immer gut gebrauchen. Sieger haben sich aktualisiert. Oh, wer hat denn hier... Achso, die Transgenetik haben wir schon gemacht. Für die Transzendenz-Sieg. Nee, nee, wir wollten ja auf den das gelobte Land-Sieg gehen. Da brauche ich... Ich soll einen Laser-Com-Satelliten starten. Okay. Sollten wir das demnächst vielleicht mal in Angriff nehmen. So, die nächste Runde kann kommen. Und du kannst jetzt hier eine Plantage bauen, damit wir hier hinten noch mehr Nahrung bekommen. Man kann nie genug Nahrung haben. Doch, kann man eigentlich, aber hey. Interessiert uns scheinbar nicht so wirklich. So. Jetzt hoffe ich mal, dass wir bald die Schwebesteine endlich unsere eigenen nennen dürfen. Der Marine ist auch fertig geheilt. Du kannst eigentlich hier Bereitschaftsdienst leisten. So, den würde ich gerne in die Stadt stellen, damit der die Stadt bewachen kann. Mein Arbeiter ist hier auch fertig. Herz allerliebst. Sehr gut. Ja, dann baust du uns doch wohl einfach mal eine Straße. Von A nach B, bitteschön. So, hier habe ich jetzt auch noch die eine Einheit. Die könnte mal sich einfach hier auf dem Hügel positionieren. Fernkämpfer. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit denen allen machen soll. Die sind ja scheinbar wieder abgedüst. Die sind scheinbar wieder abgedüst, deswegen... ja, geh mal ruhig hier hin. Wir haben doch hier auch noch zwei Alien-Nester, ne? Ja, Alien-Nest und Alien-Nest. Und wir müssen ja auch Aliens töten, damit wir... Boah, da ist aber so verdammt viel Miasma. Wir müssen Aliens killen, damit wir weiter vorankommen in der Forschung. Das ist immer so schön gewesen. Das heißt, eigentlich müsste ich ein bisschen Teile meiner Armee wieder nach da oben schicken. Wäre aber natürlich problematisch, falls doch ein Gegner hier einen Angriff plant. Vielleicht nochmal ein bisschen was in Militär investieren demnächst. Da kommen sie jetzt auf einmal schon wieder, da stehen sie wieder. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das sind die Inder. Ich dachte, die Inder wären eigentlich friedlich. Deswegen habe ich eigentlich jetzt nicht so die große Panik vor denen gehabt bisher. Na gut, okay. Wir könnten ja mal schauen. Da oben kommt auch ein slawischer. Eine slawische Einheit. Du gehst einfach mal hier hoch. Würde ganz gerne. Ach, du hast schon wieder Schaden genommen. Du bist auch ein Idiot. Ist hier? Ne, hier ist kein Miasma. Dann Bereitschaft, bitteschön. Du baust hier eine Plantage hin, damit wir noch mehr Nahrung bekommen. Hey, man kann nie genug Nahrung haben. Oh, wir haben nur noch drei Schulden quasi an Dingens. Wir könnten das Pharmalabor bauen. Reliquie brauchen wir aber erstmal, damit die Kultur sich hier schneller ausdehnt. Beziehungsweise damit die sich überhaupt mal ausdehnt. Momentan erwirtschaften wir überhaupt gar keine Kultur. Das ist schwach. Das ist wirklich schwach. Kultur brauchen wir. Hast du hier eigentlich schon eine Reliquie der alten Erde? Willst doch mal hoffen, wa? Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann gehen wir in die nächste Runde über die Produktions... Das Produktionsgebäude hier ist fertig. Achso, er will eine Straße noch machen, wa?
Ja, bau mal bitte eine Straße hier so Grand Sania hierhin. Du gehst auf Bereitschaft. Ja, das klingt für mich nach einem guten Plan. Darf ich jetzt in die nächste Runde, bitteschön? Jo, darf ich. Gut. Na, der creept da unten nur so ein bisschen rum. Also der ist scheinbar keine ernsthafte Bedrohung. Alles easy scheinbar. Oh! Oh! Ein Dingenswurm. Ehrlich gesagt würde ich den gerne mir schnappen. Ja, ihr könnt aber erstmal in mein Dorf gehen. Euch brauche ich dabei nicht. Ich brauche nur meine fairen Kämpfer dafür. So, und der geht direkt hier hin. Weil wir haben ja noch eine Quest offen, wenn wir den killen. Und der würde halt 100 Forschung geben. Das sind sozusagen 2 Runden, die wir sparen. So, das Ding ist fertig. Der Prometheraner geht jetzt sogar auf 27 Runden. Siehst du? Und Fokus ist natürlich hier immer noch auf Produktion. Das ist natürlich ganz klar. Ihr braucht eigentlich alle nicht mehr so schnell wachsen. Geht mal alle auf Produktion. Ah, eine Produktion mehr. Auch nicht schlecht. Wir dürfen hier aber was Neues wählen. Zellzuchtstation zum Beispiel. Gesundheit, Wissenschaft, Produktion. Machen wir. Und du? Ja, doch, du darfst noch einmal wachsen von mir aus. Doch, die Stadt muss eigentlich sogar noch wachsen. Aber wir haben wieder eine Questentscheidung zu treffen. Also, Export und Handel. Ein Handelsweg durch Automatikfabriken oder Energie durch Automatikfabriken. Da holen wir uns auf jeden Fall einen Handelsweg, weil der Handelsweg bringt immer eigentlich mehr als eine Energie. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, das bedeutet, kann ich mir hier einen Handelstypen kaufen? Nein, leider nicht. Wir haben jetzt hier nämlich 3 Wege offen. Hier habe ich übrigens auch noch 2 Wege offen. Und hier haben wir gar keinen. Produktion lag gerade... Ja komm, nee, wir holen uns erstmal schnell Handelskonvois. Die bringen dann doch mehr. So, du... Hier ist Miasma, shit. Du gehst... Achso, ah, wir sind ja fertig. Ja, ja. Nächste Runde. So, mal schauen, was der dreckige Wurm da jetzt macht. Oh, da kommen auch andere Einheiten an. Ich hoffe, die wollen den nicht auch töten. Das ist meiner! Mein Wurm. Ah, er kommt doch in meine Nähe sogar, siehst du wohl? So, du gehst hier hin. Oh, der könnte mein Handelsding da kaputt machen. Bereitschaft. Du schießt auf den Wurm. Boah, da machst du ja richtig viel Schaden, ey. Da machst du ja richtig viel Schaden. Ey, habt ihr geschossen? Ach so, nein, weil der Wald da ist. Ah. Er könnte angreifen. Ja, aber das wäre schon böse. Kannst dich aber mal hier hinstellen. Und ja, er kann jetzt nicht... Nee. Ich kann ihn auch schlecht bewegen, weil wenn ich jetzt hier hinbewege, könnte er ihn gleich treffen. Deswegen musst du leider eine Runde warten. Das ist echt mega ärgerlich. Mein Handelskonvoi greift aber nicht an. Fällt mir gerade mal so auf. So, hier hinten geht auch noch ein Handelskonvoi lang. Also die handeln sogar mit mir, die Inder. Kann ich mir eigentlich nur schwer... kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Na komm, nächste Runde. Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass die uns den Krieg erklären. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, die Einheit ist jetzt gefangen. So, der ist dorthin gegangen. Ne, der hat sich gar nicht bewegt. Der hat sich bewegt. Vielleicht greift der jetzt den... Ah, haha, ja. Zum Glück sind wir mit der Einheit nicht weggegangen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin und schießen auf den. So. Mein anderer Fernkämpfer könnte jetzt hier auf den Berg gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Da kann er nämlich nicht von dem Drecksviech angegriffen werden. Ist hier Miasma? Nein. Das heißt, ich gehe hier hin. Und du, mein Lieber... Ah, nee, das ist ja gar nicht meiner. Ups. Hehe. Ja gut, dann bleibst du da so stehen. Alles klar, Herr Kommissar. So. Ja, gehen wir auf die nächste Runde. Ne, gehen wir nicht, denn ich wollte einen Cut machen, fällt mir gerade mal auf. Genau, alles klar. So, dann machen wir einen Cut an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung oder über Kommentare freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen darf bei Civilization. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein.